Ich lege los. Mhm. Womit? Mit Super Mario Galaxy One! Das ist so nicht richtig. Super Luigi One! Genau, Super Luigi One! Und ich hab mir gedacht, ich bin heute mal nicht alleine. Nee, bin heute zu zweit. Du musst die Hintergrundgeschichte erzählen. Ja, Hintergrundgeschichte. Also, hier im Hintergrund spielt sich... Nein. Nein, es ist so, der liebe Kollege ChainsawMan16, muss ich ja gestehen, hat dieses Projekt schon sehr, sehr viel länger vor mir aufgenommen. Ich habe ihn also das quasi jetzt nur geklaut. Haha, voll geklaut, Alter. Voll geklaut, Sugar Conrad. Hat auch wieder jemand geschrieben. Und auf jeden Fall war ich damals auch Gastkommentator bei ihm im Honigbienenkönigreich. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein anderes Projekt am Laufen mit einer Biene. Mit einer Biene namens Buck. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, dann aufgrund dessen alles mit Buck Bumble zu assoziieren und ihn dadurch völlig wahnsinnig zu machen. Egal. Auf jeden Fall waren das ein paar sehr schöne Aufnahmen und ich habe mir jetzt gedacht, so, dann will ich ihn einfach mal bei denselben Missionen auch dabei haben. Gut, das mit der Biene, das habe ich jetzt schon allein gemacht, aber das ist ja auch egal. Und jetzt habe ich halt den Kollegen hier dabei. Am besten finde ich, wie alle deine Zuschauer beleidigt habe, wie sie sich alle über meinen Kommentar aufgeregt haben. Also hallo Leute, für alle Leute, die dieses Projekt jetzt gucken, ich bin der Typ, den ihr so gehasst habt in der Kommentarsektion. Und ich bin der Typ, der das alles nur scherzweise gemacht hat. Ja. Scherzweise? Versteht ihr, kein Spaß, ne? Ja, fallt ihr, ne? Das geht gar nicht, ne? Dann denkt ihr, ihr könnt euch das erlauben, ne? Und immer wieder, wenn ihr den da kommt, wieder Scheiße labern, weil ich diesen dummen Typen so gern hab. Ja, schwul. Schwul Luigi? Gay Luigi? Okay. Aber ja, dieser Herr Rüdiger muss jetzt ein bisschen durchdrehen, weil ich habe ihn dazu gezwungen, eben die ganze Zeit Birdman-Bus zu reden. Das ist richtig. Mal verstehen, dass du jetzt unbedingt folgende Mission machen willst, notvoll am Wachturm. Oh, ich erinnere mich sogar an diese Turm. Das kann ja echt interessant werden. Ich meine, ja. Das hatten wir schon letztes Mal das Vergnügen mit dieser Mission gehabt. Letztes Mal war vor circa 1,5 Jahren oder so. Aber ich glaube, 2 Jahre ist es jetzt schon bald her. Ja, es ist echt... Alter, es ist echt... Das ist echt verdammt lange her. 2010... Es ist echt schon über 2 Jahre her. Ja. Alter, wieso kennen wir uns so lange? Ich weiß nicht, wieso ich so lange mit dir aushalte. Ja, voll scheiße. Echt, Mann. Ich würde einfach mal sagen, und jetzt kommt ein ganz lustiger Wortwitz, los geht's. Der war gut, oder? Ja, der war gut. Nein. Los geht's war nicht gut? Nein, los geht's war echt so der schlecht. Ich hab mit diesem Witz nicht bei dir gerechnet, sag ich mal so. Okay. Schwabbelranke, schwabbel da rum. Wow. Ah, wow. Scheiße, und ich hab einen Fehler gemacht. Wow. In der Tod. Die Ranke ist nämlich fies. Du darfst am letzten Stück darfst du nicht mehr wirbeln. Das ist voll gemein irgendwie. Finde ich richtig witzig. Ja. Ein Stein ist heruntergefallen. Steine können mich mal. Steine! Ja! Ja! Was soll ich jetzt nochmal? Wow! Du, Rüdiger? Ja? Ich glaube, deine Batterie ist alle, Mann. Echt, Mann? Ja. Scheiße, ich hab keinen Saft mehr. Aber wisst ihr was, das mache ich jetzt einfach live in der Sendung und ich würde mal sagen, du machst irgendwas, um die Zeit zu überbrücken. Das ist... Ich singe euch ein Lied von Mario, den fetten Klempner. Ein Reich der König Bienen hat er bestritten. Es war eine lange Reise. Sie ist wieder voll. Da wurde Mario von seinem Bruder übertrumpft, welchen er viel größer war und auf den Kopf spuckte und sagte, Mario, warum hast du kein Licht mitgebracht? Weil Mario ein so dummer Bruder war, dachte sich Luigi, dass er, wenn du schon mal da ist, sich dieser Sache annimmt mit den Honigbienen. Und dabei kam es auch zu Komplikationen mit den Turmwächtern, welche dieses Land beschützen sollten. Und Luigi trampelte auf den sehr friedlichen Weg lang. Hast du gerade Luigi gesagt?
Luigi. Worauf dessen er dann dachte, ich bin ein Mario, welcher er niemals sein würde. Ich mach mein eigenes Ding und verschiebe ganze Erden mit meinem Gewicht. Seine, du weißt, was du zu tun hast. Riesen Schildfried, sie erzählten ihm Geschichten von Wänden, die er klimmen sollte, also hörte er aufmerksam zu. Es gab Sagen von Sprüngen, die an der Wand festklebten, und man nannte sie dementsprechend definitionsgemäß Wandsprünge. Luigi wollte sich diesen Wandsprüngen annehmen, seinen Bruder in den Schatten stellen, und deshalb merkte er sich diese Technik gut. Drücke A, wenn du an den Wänden hängst, so merkte sich der liebe Luigi seine Taten und sprang jeden Weltmeister. Er wusste schon immer, dass er besser war als sein Bruder, wenn es darum ging zu springen. Seine Beine waren stärker, seine Muskeln waren kräftiger und ich wurde angekloppt. Ja, was kann ich für dich tun? Was? Thomas, ja. Als Gastauftritt in diesem Let's Play haben wir jetzt KillingNet. Hallo KillingNet! In diesem Let's Play, wo ich jetzt gerade Gastkommentator bin. Und ja, möchtest du uns irgendwas erzählen? Ja, das ist Gay Luigi mit Rüdiger, das hast du gut erkannt. Ich würde sagen, es ist Gay Luigi mit... es ist Rüdiger mit Gay Luigi. Rüdiger mit Gay Luigi. Es ist Rüdiger mit Gay Luigi. Ja, genau. So sieht es aus. Was machst du wieder? Langeweile. Okay. Also mein Bruder ist jetzt da zum Mittagessen. Und deshalb schaut er jetzt auch einfach hin. Ich weiß gar nicht, warum er das tut, aber er ist einfach da. Rüdiger, du bist schon wie auf diesem blöden Pilz jetzt drauf. Bin ich das? Ja, du bist da schon wieder drauf gelandet. Ich weiß nicht, wie... diese Form hat mich irgendwie immer extrem fasziniert, weil ich die irgendwie nie ganz verstanden habe, was es darstellen soll. Ja, ich hatte immer so gedacht, also, was soll der Scheiß? Du Pingas, ja, ich weiß schon. Also, das ist irgendwie, sieht schon fast aus wie zwei Ohrenpfropfen. Es gibt übrigens, weil ich gerade dran denke, es gibt ja nachher noch einen Planeten, den ich euch zeigen muss. Welchen wenn wir wieder auf der Sternenwarte sind. Welche? Den Pingis-Planeten. Den Pingis-Planeten? Was ist das denn? Das wirst du dann sehen. Luigi. Ich find's geil, wie der Regenbogen Luigi steht und nicht Regenbogen Mario. Die haben sich ja echt was dabei gedacht. Die haben waren schlau genug, das umzuändern, ja. Also, richtig geil, ey. Ja. Also, guck, das war geil, das geht richtig gut. Ich würde jetzt am liebsten noch den Ton dabei haben, damit ich das auch richtig hören könnte, aber leider nicht. Ich mach für dich den Ton. Was? Das war nicht authentisch. Das war nicht authentisch? Nein, war es nicht, in keinster Weise. Wieso nicht? Weil es das nicht war. Okay, ich glaube, ich muss doch das Spiel wieder ein bisschen leiser machen. Okay. Ja, das auch. Wieso machst du... Warum? Ja, nur hast du selber schon wieder die ganze Zeit mit so durch. Jetzt bist du bei den Turmwächtern gleich angekommen, ne? Ja, unfassbar. Ja, dann bist du gleich da und dann spackst du wieder rum. So bin ich. Und ich benenne jetzt gerade meine blöde Mario 1 Datei. ARG! ARG? Nein, ich nenne sie nicht ARG. Du nennst sie nicht ARG? Nein. ARGH. Allgemeiner, ach egal. Lass dich was einfallen dafür. Du meinst ARK, so wie ARG der Standardheld in Terranigma. Richtig, genau. Ich dachte, darauf wolltest du eigentlich hinaus, aber nein, du machst so einen Scheiß. Ja. Bin echt enttäuscht von, ey. Oh, Mario 1 rendern. Aber guck mal, jetzt fange ich an, mein Video zu rendern, Rüdiger. Das ist nicht toll. Während ich schaukel und das Leben genieße. Juhu! Machst du echt fantastisch. Bist du jetzt gleich mal da? Bist du endlich mal da? Ja, gleich. Viel zu lange, immer viel zu lange. Weißt du, dein Sterneschnitt ist wieder sonst wo, ne? Mann! Niemand Sterneschnitt! Schon auf, über meinen Sterneschnitt zu lachen. Wie? Hab ich ja keine andere Wahl, ey. Nur weil das der vierte Part ist und ich aktuell 4 Sterne habe. Mann. Lass mal mit, ne? Ja. Lass mal mit. Oh ja, das gefällt dir. Aber guck mal, da hinten ist sogar die fette Königin. Wow! Ja, wow! Wow! Sieht man da hinten im Hintergrund, ey. Das ist echt so, wie man es automatisch mit dem König assoziiert. Unfassbar.
Ja. Weißt du, was ich besonders gruselig finde hier die ganze Zeit schon? Hä? Dass ich die ganze Zeit meinen Bruder die ganze Zeit jetzt im Rücken habe. Ich finde das sehr toll, dass er mal wieder dabei ist. Ich erinnere mich an eine sehr, sehr geniale Lighted Wars-Aufnahme mit ihm. Er erinnert sich gerade an eine sehr, sehr geniale Lighted Wars-Aufnahme mit dir. Da müsste ich mir auch mal wieder angucken, ja. Das hast du echt toll gemacht, Rüdiger. Jetzt musst du da erstmal wieder hoch. Ja, das hilft ja auch nichts weiter. Einfach Einfach an. Einfach sagen. Ja. Ein besseres Argument fiel mir aber auch gerade echt nicht ein. Ja, richtig gut, ey. Richtig witzig. Ah. Was haben wir heute eigentlich Donnerstag? Heute haben wir Donnerstag, das ist richtig. Heftig, heute haben wir Donnerstag, ey. Heute ist Dienstleistungsdonnerstag und ich habe frei, das ist toll. Das ist echt toll. Dienstleistungsdonnerstag, was ist das denn? Das ist einfach nur, dass die ganzen Ämter länger aufhaben, bis 18 Uhr anstatt bis 16 Uhr. Hm. Weißt du, was mich richtig aufregt an dem Spiel, dass die Sterne hier so stumpfe Ecken haben? Stumpfe Ecken? Hm. Okay. Nee. Hast recht. Aber sie glitzern schön, das passt zu Luigi. Ja. Das ist echt fantastisch. Wirklich toll. So, jetzt musst du mir Gay Luigi zeigen. Gay Luigi? Ja, muss ich. Okay. Notfall am Wachturm, Honigbienenkönigreich. Ja, machen wir alles vor, ist alles uninteressant. Öh, neue Galaxie entdeckt auch uninteressant. Aber musst du dann aufhören, Alter. Nachher muss ich aufpassen, dass du genug Sternteile wie die ganzen anderen Scheiße hast, ey. Das ist immer am besten nachher. Oh ja. Oh, ich freue mich schon auf so Sachen wie Keksfabrik und... Ich war ja immer froh darüber, dass ich immer genug Sternteile hatte, weil ich hab den Scheiß nachher, keine Ahnung, hat irgendwie immer gereicht dafür, aber immer auch nur ganz knapp. Ja. Und nur, weil ich auch genug alle mitgenommen habe. Testsurfen? Oh, Testsurfen. Wo ist jetzt der Pingis-Planet? Ja, Moment, den zeige ich jetzt. Moment. Pingis? Ich zeig dir den Pingis-Planeten. Zeig mir jetzt den Pingis-Planeten. Wo ist der Pingis-Planet? Ich zeig dir den Pingis-Planeten. Moment. Ich musste mich hier hinstellen. Alter. Moment, wer? Alter. Wo war er noch gleich? Rüdiger, das macht mir Angst. Pingis-Planet. Wo ist er denn noch? Was machst du da? Es gibt hier einen da oben. Hier, Moment. Her, zack, los. Hier, jetzt geht's ab. Seht ihr das? Woran erinnert euch das? Mich erinnert das daran, dass ich drei dumme grüne Sterne sammeln musste, um da hinzukommen. Mhm. Das ist das Einzige, woran ich mich da erinnere, und dass es scheiße schwer nachher ist. Also mich erinnert das ja an Folgendes. Pingis. Ja, ich werde an dieser Stelle ein Bild einfügen. Aber egal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du da jetzt eingefügt hast, Rüdiger, in keinster Weise. Du weißt auch schon gar nicht, welchen Audiospam ich passend dazu will. Nein, oder? Ich habe gar keine Ahnung. Nee, wir haben gar keine Ahnung. Nee, das ist echt total. Aber, was ganz wichtig ist, wir haben einen Brief bekommen. Ja, einen Brief? Einen Brief, ja. Mit Leben drin. Nee, pass auf. Der Brief sagt Folgendes. Nee, Moment. Der sagt nicht Luigi, ich bin der Briefträger. Luigi! Ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. It's from Bowser. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. Ja, weißt du, aber liest einfach das aus dem Hotel Mario vor. Das ist einfach in ihm drin. Er hat noch nie an CDI gespielt und er ist deshalb sehr traurig und deshalb ist das. Das ist echt so. Soll ich dir ein CDI zum Geburtstag schenken? Ja! Oh, er schenkt mir ein CDI, ihr habt's alle gehört. Nein, hätte ich gedacht, das siehst du. 20 Stück, Alter, Mario hat nur 4 gekriegt. Ja, du bist ja auch Luigi. Achso. Du bist ja auch grün wie Leben. Ah, grün ist also das Leben. Ja, grün ist auch die Hoffnung. Ja, das stimmt. Grün ist viel, Rüdiger. Ja. Das ist sehr, sehr viel, Rüdiger. Nur dieser Luma hier, der ist gelb. Mhm. Finde ich witzig. Das war jetzt völlig aus dem Zusammenhang, aber... Ja, nur dieser Luma hier, der ist gelb. Das musste einfach sein.